fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast, einer kleinen Sonderfolge zum Neujahrsstart am 1.1. Wenn diese Folge on air geht, dann ist gerade erst seit ein paar Minuten das neue Jahr angebrochen. 2020 ist vorbei und geplant war diese Folge ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, so richtig nicht. Wir haben geguckt, ob wir es zeitlich hinbekommen und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, uns nochmal zusammenzusetzen zwischen Weihnachten und Neujahr für eine kleine Folge Review über 2020, Ausblick 2021 und am Ende haben wir noch ein paar schöne Outtakes für euch. Und wie immer begrüße ich natürlich die Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo und frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, habt Weihnachten gut überstanden und hört jetzt brav unseren Podcast weiter mit der Überraschungsfolge. Ja, wie gesagt, wir wollen heute kein großes Thema mit euch irgendwie behandeln, sondern wir wollen einfach mal zurückblicken auf knappes halbes Jahr Podcast. Barfuß im Podcast ist ja gestartet zum 1.7. Und wir wollen euch auch mal kurz erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Denn ja, bis es zum Podcast kam, da verging einige Zeit. Ursprünglich sollte oder hatte ich im Februar zusammen mit einer Osteopathin die Idee zu diesem Podcast. Und eigentlich sollte dann auch zeitnah der Podcast starten. Und dann kam so ein bisschen Corona dazwischen. Und die Osteopathin hat dann leider absagen müssen, weil sie halt so ein bisschen auch um die Existenz ihrer Praxis kämpfen musste und dann hatte sie halt den Kopf nicht frei für einen Podcast und dann konnte ich die liebe Yvonne zum Glück ja doch noch überreden, denn eigentlich hat sich die Yvonne da ziemlich lange gegen gewehrt, mit mir den Podcast zu machen. Ja, hör mal, ich musste erst mal gucken, was ist überhaupt ein Podcast? Ich bin da ja technisch so überhaupt nicht visiert in meinem biblischen Alter. Und dann kommt der Alex an und sagt, ey, hast du Bock, mit mir einen Podcast zu machen? Und ich musste erst mal ganz blöd fragen, ja, aber was ist das? Naja, und nach langem Hin und Her und ne, klar, Corona ging ja auch bei mir nicht spurlos ganz vorbei mit meinem Business. Na, da musste man natürlich erst mal ja, gut überlegen, macht man das? Weil so ganz billig ist es ja nun mal auch nicht, abgesehen jetzt vom Equipment, ne? Aber ja, uns war der Spaßfaktor einfach wichtig und da wir ja beide irgendwie wo aus dem Ruhrgebiet kommen und die Chemie auch einfach von vornherein passt in der Ausbildung, haben wir dann irgendwie zueinander gefunden, ne? Ja, richtig. Ja. Also es war ja auch tatsächlich, da war ich ja auch sehr froh drüber, denn ursprünglich war es ja so, wie gesagt, als die Osteopathin abgesprungen hat, wollte ich dann ja die Yvonne sofort dabei haben und dann hat Yvonne erstmal Nein gesagt und dann habe ich gedacht, naja gut, ich will es ja trotzdem machen und habe versucht, das ja alleine zu machen und das war mal, gelinde gesagt, eine Vollkatastrophe und deswegen habe ich dann bei der Yvonne so lange nachgebohrt, bis sie dann doch endlich mitgemacht hat. Ja, du brauchtest einfach jemanden, der dich beim Quatschen ausbremst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, wobei mir tatsächlich eher das Problem da kam, dass ich ja, echt Schwierigkeiten hatte, die Inhalte vernünftig in Worte zu fassen, wenn man gegen eine Wand spricht, auf gut Deutsch gesagt. Also, ja, das glaube ich. Das ist schon wesentlich angenehm und ich glaube, das ist ja auch mittlerweile das Kernelement unseres Podcastes, dass wir ein Fachgespräch miteinander führen, das wir dann entsprechend aufzeichnen. Also wir schneiden hier ja relativ wenig tatsächlich. Also kleiner Blick hinter die. Hört man gleich bei den Outtakes also, rein. Ja, genau. Aber wenn man mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen macht, wir schneiden hauptsächlich Füllwörter oder Füllfloskeln raus. Wir schneiden Nebengeräusche raus. Wir schneiden Räuspern, Schlucken, Husten, Versprecher oder einfach mal so, wenn wir mal gerade einen Hänger haben, weil irgendwie gerade das Hirn nicht so will oder solche Sachen schneiden wir raus. Aber tatsächlich ist es so, dass wir meistens One Take haben. Wir nehmen ein Fachgespräch auf und schneiden das mit und geben euch das raus. Und nur wenn wir
im Nachgang merken, dass wir völligen Stuss erzählt haben oder political incorrect waren oder sowas in der Richtung. Ihr werdet nachher einen Outtake zum Thema Ballengang hören, der war halt political incorrect und definitiv auch nicht so ernst gemeint, wie es da so von mir gegeben war. Deswegen hatten wir den dann damals rausgeschnitten. Ihr kriegt ihn dann nachher als Outtake zu hören. Ja, aber das war es auch schon. Ansonsten machen wir auch tatsächlich seit, ich glaube, das letzte Mal, dass wir mehr als einmal aufgenommen haben, weil uns das inhaltlich nicht gefallen hat. Das war tatsächlich bei Folge 2. Da haben wir die Folge 0, 1 und 2, die drei Folgen haben wir tatsächlich mehrfach aufgenommen. Und zwar eigentlich immer aus dem Grund, dass wir mehr geskriptet haben, als einfach nur miteinander zu reden. Und dann, ja, haben wir dazugelernt und seitdem reden wir einfach nur noch miteinander und skripten nicht mehr so viel. Ja, es bringt einfach nichts, ne? Das haben wir einfach schnell festgestellt, dass dieses Verschriftlichen von Folgen im Vorhinein, und das hört sich einfach blöd an. Man ist die ganze Zeit am Ablesen und, ne, ach, welchen Satz habe ich jetzt vergessen? Das bringt nichts. Und wir haben ja auch zu hören bekommen von unseren Fans, kann man ja schon fast so sagen, Fans, dass die das gerade zu schätzen wissen, dass wir einfach super sympathisch und authentisch rüberkommen, weil wir einfach menschlich miteinander reden, miteinander quatschen, uns gegenseitig gekonnt abholen, Themen nochmal aufgreifen oder halt ich den Alex ausbremse, ne, und dass uns das einfach auch hörenswert macht. Ja, du kriegst es heute wieder knüppeldicke von mir, ne, ich weiß. Ja. Immer ich. Ich bin der böse Mobilier. Nein, ich bremse dich ja genauso ein. So ist das ja nicht. Manchmal galoppieren wir ja beide. Also ich galoppiere ja manchmal einfach nur zu weit nach vorne und du galoppierst manchmal nur zu weit in die falsche Richtung und dann fangen wir uns immer gegenseitig ein. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Stimmt. Und dann, was wollte ich eigentlich erzählen? Ach, egal. Ja, ach so, wir haben die letzten 10 Minuten über irgendwas gesprochen, was gar nicht Teil dieser Folge war. Ah, mach nix. Ja, aber ihr hört schon raus, wir haben Spaß dabei und das ist auch so wichtig, ne? Dass wir wirklich diesen Podcast machen, nicht nur um das Thema Füße weit und breit mit euch zu diskutieren, sondern wir wollen auch natürlich gern diesen Spaß transportieren. Das ist uns halt auch wichtig. Aber auch mal weg vom Spaß, wir haben natürlich auch Erfolge damit. Na, wir konnten zum Beispiel richtig guten Content gewinnen, in dem wirklich Firmen auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, boah, wir finden das Thema super spannend, wir möchten euch da unterstützen in Form von Produkte, testet die mal, oder auch wirklich mit spannenden Themen, die wir auch hier dann verarbeiten können. Also das kann sich schon sehen und hören lassen, ne? Vor allem das Medium Podcast war halt im deutschsprachigen Raum halt neu. Wir sind, also was jetzt das Thema Fußgesundheit angeht, sind wir immer noch die ersten und die einzigen. Es gibt verschiedene Podcasts, die sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen, die mal in einer Folge so ein bisschen auf Fußgesundheit gehen oder so. Oder es gibt halt Podcasts zum Thema Natural Running, aber so ein global zum Thema Fußgesundheit, Barfußlaufen, Minimalschuhe und so weiter, gibt's im deutschsprachigen Raum halt nur uns. Wir waren neu und deswegen waren auch nicht nur wir, sondern ja auch viele andere erstmal in unserem Umfeld am Anfang skeptisch. Und wir waren auch gerade deswegen ja auch sehr froh, dass wir den Christian von Go Free Concepts da als Partner gewinnen konnten, ganz am Anfang. Ne? Wir hatten ja auch so ein bisschen Kostenproblem, sage ich jetzt mal. Uns war klar, wir wollen einen Podcast machen. Das kostet jeden Monat Geld, das zur Verfügung zu stellen, egal wie man es macht, ob man sich einen Server mietet zum Hochladen oder ob man über einen Hoster geht, so wie wir jetzt. Es kostet halt Geld jeden Monat plus die Materialien, die wir hier vorstellen wollten, also die Schuhe und die Trainingsgeräte in Zukunft, das kostet alles Geld. Und da haben wir natürlich dann überlegt, wie kriegen wir das am besten hin, und haben dann zum Glück mit dem Christian einen Partner gefunden, der gesagt hat, ja, das ist eine innovative Idee, wir gehen das Risiko einfach mal mit, wir machen das einfach mal und gucken, wo die Reise hingeht. Und das war eine, ja, aus meiner Sicht für beide Seiten sehr produktive Partnerschaft, die auch beiden Seiten was gebracht hat. Es ist zum Beispiel nicht nur so, dass wir vom Christian ja Material zur Verfügung gestellt bekommen, sondern wir haben ja mittlerweile auch mit vielen anderen Firmen
zusammenarbeiten dürfen. Knitido zum Beispiel hat uns ja für die Sockenfolge was zur Verfügung gestellt. Und der Christian hat als Ausfluss daraus, aus unserem Test, jetzt Knitido zu sich mit in den Shop reingenommen. Das war dann so eine Win-Win-Situation mal wieder. Und ja, das ist natürlich auch dann für ihn sehr schön, dass es sich halt auch für ihn dann lohnt. Irgendwo ist er ja nun mal auch Geschäftsmann. Es muss auch sich für ihn als Geschäftsmann ja irgendwo lohnen, dass er uns hier bezahlt und auch Sachen gibt. Und was ich halt auch sehr schön finde, gerade auch vom Christian, aber auch von allen anderen Herstellern, die uns Sachen zur Verfügung gestellt haben, dass sie uns immer freie Hand gelassen haben in der Produktbewertung. Und oh ja, da sind wir ja auch immer offen und ehrlich. Das heißt, wir sagen, wenn es halt nicht so gut ist. Ja, richtig. Und das sehr ehrlich und direkt, ne? Aber ich glaube, das ist auch das, worauf es den Herstellern auch ankommt. Die wollen ja jetzt nicht irgendwie einen Podcast, worum es jetzt einfach nur in Sachen Werbung geht, sondern die möchten ja auch eine ehrliche Bewertung ihrer Produkte haben. So konnten wir ja zum Beispiel auch, ja nicht nur wir alleine, aber die Skinners bewerten. Und da ist die Bewertung nicht gerade positiv ausgefallen. Wir hatten da wegen der Breite ordentlich was bemängelt. Und die haben sich das tatsächlich zu Herzen genommen und haben jetzt ihre Skinners überarbeitet. Jetzt gibt es im Januar, ne, richtig, im Januar, die Skinners 2.0 mit einer anderen Breite. Und so reagieren natürlich auch die Hersteller auf Kritik. Das ist für die ja auch was ganz Wertvolles. Ne, man kann ja nicht immer nur hier Bauchpinseln und alles ist lieb und toll. Nein, es ist ja super wichtig, dass man halt konstruktive Kritik äußert, sodass halt die aufgegriffen werden kann und dann gegebenenfalls ein Produkt überarbeitet werden kann. Ja, und ein Vertreiber der Skinners hat mir auch tatsächlich mal mitgeteilt, dass unser Podcast auch bei Skinners Gehör gefunden hat und unter anderem auch unsere Kritik zur Entwicklung von den Skinners 2.0 geführt hat. Das war natürlich irgendwo auch schon ein großes Lob, dass selbst die Hersteller sich da unseren Podcast schon anhören. Und ja, das hat natürlich auch zur Folge, dass jetzt mittlerweile, also am Anfang war es so, dass wir auch auf Hersteller zugegangen sind und haben gesagt, wir haben da was Neues und wir wollen mal, so war es zum Beispiel bei Knitido jetzt, aber mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass auch Hersteller und Händler auf uns zukommen und so hat sich jetzt zum Beispiel vor kurzem die Firma Carrots ja gemeldet, die Business-Schuhe, die wir euch zum 1. Februar vorstellen werden zum Beispiel, aber auch Bellab hat sich bei uns gemeldet. Die Firma Bella bringt im Frühjahr ein paar neue Sneaker auf den Markt, im Barfußschuhsegment, so nennen sie das bei sich tatsächlich, die Barfußschuhlinie von Bella. Und die werden wir für euch testen dürfen. Da ist Bella auf uns zugekommen und das hat uns natürlich auch tierisch gefreut und jetzt kriegen wir als nächstes tatsächlich Magical Shoes noch zum Test. Ach, und das hast du mir vorenthalten. Das habe ich dir vorenthalten. Naja, das hat sich tatsächlich heute Vormittag erst ergeben. Okay. Und steht nur noch nicht fest. Entweder gibt es noch mal welche zur Business-Schuh-Folge, wo wir ja neben den Carrots auch schon Tadeevo und Soulrunner dabei haben. Vielleicht kommen da noch mal welche von Magical dazu. Oder ob es ein Sportschuh wird, der dann irgendwo in einer späteren Folge auftaucht. Das ist noch in Erklärung, aber es ist halt schon auch toll, dass man da jetzt auch auf uns zukommt und sagt, hör mal, wir würden uns das wünschen, das. Und auch da hat Christian natürlich auch uns viel geholfen. So haben wir ja dann im März Blackboard, ja, wo der Christian nicht nur Blackboard jetzt auch ins Programm aufnimmt, sondern er hat da auch einen Kontakt hergestellt, sodass wir beide zu Weihnachten unterm Tannenbaum jeweils ein Blackboard liegen hatten, um das auf Herz und Nieren zu testen. Und so wird es zum 1.3. eine Folge geben, wo Blackboard und Bearwood von uns getestet werden. Denn auch die Firma Bearwood ist auf unseren Podcast aufmerksam geworden und hat uns dann, ich sag jetzt mal, zum halben Preis ungefähr ihr komplettes Sortiment zur Verfügung gestellt. Einmal für die Yvonne, einmal für mich, damit wir das durchtesten können. Und die beiden Materialien, Bearwood und Blackboard, darüber werden wir da am 1.3. für euch ein bisschen was erzählen. Also das ist schon echt, echt toll. Und auch, was natürlich super ist,
Wir haben mittlerweile Fachleute ohne Ende, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Und teilweise haben wir sie ja sogar hier im Podcast, wie zum Beispiel in der Sockenfolge, den Herrn Dr. Kinz von Plus 12 und Kinderfüße.com, mit dem wir auch nochmal eine weitere Folge aufnehmen werden, weil der Herr Dr. Kinz hat gerade erst eine neue Studie herausgebracht mit seinem Forschungsteam. Und über diese Studie wollen wir mit ihm im Laufe des Jahres auch noch sprechen. Ja, es ist super spannend, ne? Das ist Wahnsinn. Und das hätten wir uns auch nie so träumen lassen, ne? Nein. Kannst du dich noch zurückerinnern? Die erste Folge, die war dann online gestellt haben, wie nervös du warst. Du hast die Nacht durchgemacht und der Anspruch war da. Wie viele Hörer wolltest du haben? Also ich hatte ursprünglich gesagt, ich meine so? 10 am ersten Tag und 50 in der Woche. Ja, das haben wir sowas von getoppt, ne? Ja, 80 am ersten Tag haben wir gehabt. Ja, das ist doch der Hammer. Fast 80 am ersten Tag. Also da haben wir wirklich... Boah, da sind wir weit über, in Anführungsstrichen, weit übers Ziel hinausgeschossen, tatsächlich schon von Anfang an. Und das hat es natürlich doppelt spannend gemacht und doppelt Spaß gemacht, dann zu sehen, dass das tatsächlich ein Thema ist, das auch Gehör findet. Weil, ja, uns war klar, wir sind ein Nischenpodcast und wir werden für ein Nischenpublikum vorerst da sein und bis das ganze breite Masse irgendwie kriegt, weil wir ja eben auch erstmal klar machen müssen, worüber sprechen wir hier. Und das war ja in unserer Nullfolge dann auch so wichtig, das klarzustellen. Aber ja, viele Leute haben sich ja auch noch nicht über den Titel dran getraut, bei uns reinzuhören. Und erst wenn man denen dann erklärt, es geht um gesunde Füße, es geht um Minimalschuhe, es geht um Fehlstellungsregeneration und so weiter und so fort, dann sind die Leute dazugekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns natürlich der ein oder andere Gastauftritt in anderen Podcasts dann auch weitergebracht, wo wir erstmal auch nochmal einer anderen Hörerschaft erklären konnten, worum geht's bei uns überhaupt. Und das hat es natürlich auch nochmal sehr schön gemacht. Das war auch richtig spannend, das stimmt. Ne, dass dann auf einmal andere Podcaster auf uns zukommen und sagen, hey, euer Thema ist mega. Ne, würdet ihr euch vorstellen können, bei uns auch mal zu Gast im Podcast zu sprechen? Das ist Wahnsinn, was wir da für eine Reichweite auch generell für uns gewinnen. Ne? Nicht nur an Content, aber auch die ganzen Kontakte, die wir knüpfen konnten. Wie jetzt zum Beispiel auch Dr. Kinz, ne? Mit dem bin ich ja jetzt auch im Kontakt wegen meines eigenen Studiums. Also das ist Wahnsinn, das hätte ich mir auch nie erträumen lassen. Ne? Was hatten wir jetzt aktuell für Zahlen? Ich glaube, wir haben jetzt aktuell 2700 Hörer und 850 Abonnenten bei unserem Podcast. Und das nach, noch niemals einem halben Jahr. Das ist Wahnsinn, ne? Und 11 Folgen gerade mal. Also das ist schon... Und 11 Folgen, stimmt. Und wir sind jetzt keine Promis, wir sind keine hochprofessionellen Podcaster oder Produktionen oder sonst irgendwas. Das ist schon, dafür finde ich das schon echt super, weil wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wer es nicht verfolgt hat bei uns bei Instagram oder Facebook, wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt vor Weihnachten Platz 10 der Apple iTunes Charts im Bereich Medizin in Österreich zu erreichen und waren dabei sogar in direkter Konkurrenz, in Anführungsstrichen Konkurrenz, zu hochprofessionellen Produktionen mit renommierten Fachleuten, also um es mal explizit zu sagen, nach uns auf Platz 11, da stand ein Doc Esser vom WDR, produziert vom WDR. Das war schon dann natürlich echt interessant, dass wir mit unserem Nischenthema so konkurrenzfähig tatsächlich sind. Und das macht es natürlich doppelt schön, wenn man sieht, dass das, was einen Spaß macht, auch noch dann anderen Leuten offensichtlich Spaß macht anzuhören. Und das nach den ganzen Holpersteinen, ne? Ja. Kennt ihr die Geschichte von die den Knopf nicht drückt? Ich glaube, es war die erste Folge, ne? War es die erste? Ja, ich bin technisch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Wir hatten zwischendurch Pause gedrückt während der Aufnahme, weil irgendwas war. Und ja, ich war der festen Überzeugung, dass ich tatsächlich wieder auf den Aufnahmebutton gedrückt habe.
Und Alex musste mich dann nach 50 Minuten Aufnahmezeit an den Besseren belehren, indem er sagte, da fehlen 30 Minuten bei dir. Ja. Ne, solche Sachen. Und auch nochmal an der Stelle echt ein herzliches Danke und großes Lob an Alex, weil der hat sich in diese Technik so klasse reingefuchst. Mit diesem ganzen Schneiden und Aufnehmen und Speichern und Zusammensetzen und Hochladen und hab da nicht gesehen, wovon ich wirklich so überhaupt gar keine Ahnung habe. Das ist echt richtig, richtig toll, da ziehe ich den Hut davor, dass er sich da so reinfuchst und das so professionell umsetzt. Danke, lieber Alex. Gerne. Und wenn wir schon beim Danke sagen sind, das ist ja wirklich der Vorteil, dass wir uns da so hervorragend ergänzen, weil dafür hast du ja hier in diesem Podcast definitiv eine professionelle Organisation reingebracht. Denn als ich damit angefangen habe, hatte ich chaotische Ideen, auch in chaotischen Reihenfolgen, wie, wann, Content, wo und was weiß ich nicht alles. Und erst als du ja dann dazugekommen bist, wurde das Ganze ja in geordnete Bahnen gelenkt. Plötzlich gab es Excel-Tabellen, farblich strukturiert mit welches Thema wann, was passt wie zusammen, wann Erscheinungsdatum und so weiter und so fort. Also du hast ja dann quasi wirklich einen professionellen Redaktionsplan erstmal da reingebracht. Den gab es ja vorher gar nicht so. Und das war natürlich auch ein Riesenvorteil und hat dann natürlich auch dafür zugeführt, dass das überhaupt so funktioniert hier. Und wie gerade eingeleitet, ne? Super, dass wir beide uns hier so ergänzen können, um dann so ein Endergebnis hinzubringen, was uns Spaß macht und euch da draußen offensichtlich Spaß macht zu hören. Und das freut mich wirklich sehr. Und Thema andere Podcaster, wollte ich noch kurz sagen, wir werden euch in unserer Facebook-Gruppe einen Post anheften. Da werden wir euch mal alle Links reingeben von Podcasts, wo wir bzw. ich dann zu Gast waren, weil ich war jetzt deutlich häufiger in anderen Podcasts zu Gast als die Yvonne, weshalb ich ja auch dann The Voice of the Podcast bin. Genau. Und Yvonne ist the Body of the Podcast. Klingt jetzt erstmal so böse, aber das war tatsächlich so, dass wir uns da, wir haben uns diese Spitznamen so ein bisschen selber an den Kopf geworfen. Yvonne hat mir gegenüber gesagt, ich sei halt The Voice, weil ich halt die deutlich häufigeren Podcast-Anfragen bekommen habe und auch Komplimente für meine Podcast-Stimme von anderen Podcastern halt bekommen habe. Vielen Dank dafür übrigens. Und sie hat aber mehrfach die Anfragen gekriegt, sie soll doch einen YouTube-Kanal aufmachen. Und er hat gesagt, ja, die wollen ja alle dich nur leicht bekleidet vor der Kamera rumhopsen sehen. Und deswegen ist sie The Body und ich bin The Voice. Genau, ja, Podcast ohne Bild halt, ne? Schade. Genau, mit Bild ist HD, ohne Bild ist schade. Ja, Alex, hast du nochmal Glück gehabt. Ja. Na gut, auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass ihr uns weiter zuhört und damit ihr auch mal wisst, was so noch alles Schönes kommt. 2021 wird, glaube ich, ein richtig spannendes Jahr und wir haben mittlerweile so viel Content, dass wir vermutlich mit unserer regulären 14-tägigen Reihenfolge nicht hinkommen werden. Es wird vermutlich zwischendurch ein paar Special-Folgen geben. Wir werden uns zum Beispiel in einer Special-Folge mit den Bellabs beschäftigen, weil die gar nicht sonst so großartig in unseren Produktionsplan gepasst hätten. Aber wir wollten das gerne, wenn die Firma Bellab schon auf uns zukommt, auch gerne machen. Und mit dem Dr. Kinz werden wir uns wahrscheinlich außer der Reihe nochmal unterhalten und das veröffentlichen und mal gucken, was noch so kommt. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf, weil wir haben jetzt gerade auch Anfang des Jahres viel zum Thema Fußgesundheit selber. Wir fangen jetzt zwar im Januar nochmal an mit dem Ballengang, aber dann steigen wir auch schon ein in die Fußfehlstellung, bevor wir dann gegen Mitte des Jahres, wenn das Wetter schöner wird, uns mit so Sachen beschäftigen wie Waldbaden und Gangmeditation. Und da werden wir dann auch den Pelle von der Barefoot Academy nochmal zu Gast haben. Darf man das verraten? Darf ich das verraten? Ja. Darf ich das verraten? Wir gehen sogar auch live mit euch raus. Ist das nicht cool? Naja, live in Anführungsstrichen. Live insofern, wir sind tatsächlich draußen unterwegs und nehmen das dabei auf, weil Podcast live zu veröffentlichen ist ein bisschen schwieriger.
Ja, klar, weil du so viel rausschneiden musst. Ja, ja, das auch. Nein. Wir werden tatsächlich rausgehen und werden draußen im Wald mit euch spazieren gehen, werden diese Gangmeditation irgendwo schön draußen in der Natur machen. Hoffentlich auch mit der entsprechenden Hintergrundgeräuschkulisse dann. Und ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal eine sehr interessante, spannende Folge, denke ich. Und ja, was haben wir denn noch Schönes? Ach so, das Thema BGM wird uns nochmal begleiten. Also betriebliches Gesundheitsmanagement rund um den gesunden Fuß. Weil da waren wir ja beim Hannes zu Gast und wir werden im nächsten Jahr nochmal beim Hannes Gast sein. Und auch ihn werden wir dann nochmal bei uns nämlich zu Gast haben zu dem Thema ein bisschen. Und da kommt noch rund ums Thema BGM das ein oder andere mehr, worüber wir jetzt aber noch gar nicht sprechen dürfen, weil da sind wir auch ein bisschen zur Geheimhaltung verpflichtet. Deswegen da nähere Details, wenn es soweit ist. Ja, und ja, wir haben ja noch ein paar schöne Themen zum Thema Barefoot Living auf der Liste. Also Barefoot Living wollen wir uns zum Beispiel unterhalten über Reiseerfahrungen, Barfuß-Reiseerfahrungen. Ich werde mal aus London und New York, wo ich ja barfuß relativ viel unterwegs war, berichten. Wir wollen aber auch uns mit dem Thema Barfuß in der Gesellschaft unterhalten oder beschäftigen, einmal in anderen Kulturen. Also wenn wir über Reisen sprechen, werden wir auch da über andere Kulturen ein bisschen sprechen, aber auch in unserer Kultur. Wir werden eine Folge machen zwischen Ekel und Erotik, ne? Wenn der Fuß einen Ekel erregt oder ob der Fuß halt einen erotisch anmacht. Und wir wollen uns zum Thema Sicherheit ein bisschen was sagen und Rechtliches. Das wird richtig spannend, ne? Da hatten wir ja auch schon mal zu recherchiert, beziehungsweise du hattest da auch Kontakt zum Thema Autofahren und Bremsen und ja, da freue ich mich besonders drauf. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich noch einen Aufruf starten, denn wir bräuchten noch ein bisschen Hilfe. Wir haben seit gestern eine Sexualtherapeutin, die mit uns über das Thema Fußerotik sprechen möchte. Aber in der gleichen Folge wollen wir auch über den Ekelfaktor Fuß sprechen. Wenn sich also da jemand draußen angesprochen fühlt oder jemanden kennt, dem das vielleicht so ergeht, bitte meldet euch doch gerne bei uns. Wir würden da gerne ein bisschen mehr drüber erfahren, damit wir hier entsprechend auch was erzählen können. Ihr könnt euch das aussuchen, ob ihr und euch mit uns unterhaltet und wir geben dann Dinge aus dieser Unterhaltung wieder oder ob ihr dann tatsächlich hier als Gaststimme zu hören seid, das bleibt dann euch völlig überlassen. Wir suchen noch Versicherungsfachleute, die uns Auskunft darüber geben können, ob es schon mal vorgekommen ist, dass Autofahrer oder andere Personen in Regress genommen wurden, weil sie barfuß waren oder ob andere Personen in Regress genommen wurden, weil jemand barfuß war und sich vielleicht irgendwie verletzt hat. Das wäre schon ganz spannend. Wir sind auf der Suche nach einem Anwalt, der uns zum Thema Zivilrecht und vielleicht auch zum Thema Verkehrsrecht ein bisschen noch mal was sagen kann oder hier ein Statement abgeben kann. Ja, und wir suchen Fachleute aus dem Bereich Fahrdynamik, sage ich jetzt mal. Also egal, ob ihr jetzt beim ADAC arbeitet oder TÜV, DEKRA, sonst irgendwas. Wir haben, wie gesagt, vom ÖAMTC eine Studie zur Verfügung gestellt bekommen, auf die sich bisher all diese Fachleute beziehen. Und diese Studie ist aus unserer Sicht relativ fehlerhaft. So ist zum Beispiel das Fazit der Studie, dass der Turnschuh das beste Schuhwerk ist zum Fahren von Kraftfahrzeugen. In den Tests ist der Schuh aber oftmals nur auf Platz 3 und zum Beispiel bei der Vollbremsung steht an Platz 1 der Flipflop, was uns nicht nur total irritiert hat, sondern uns auch eigentlich darauf bringt, vermutlich ist da was schiefgelaufen im Versuchsaufbau, denn so wie ich den Versuchsaufbau verstanden habe, hat ein und die gleiche Personengruppe die gleichen Tests nur mit verschiedenem Schuhwerk durchgeführt. Und da kann dann natürlich auch gerade, was das Thema Notbremsung angeht, schnell so ein bisschen der Gewöhnungseffekt eine Rolle spielen. Heißt, wenn ich als letztes mit den Flipflops auf die Bahn gehe, dann habe ich vielleicht auch schon gar nicht mehr die Angst, so in die Tasten zu klimpern. Und dann ist auf einmal das Bremsergebnis viel, viel besser als bei dem Turnschuh, den ich vielleicht als allererstes anhatte, obwohl
das, also das sind, da sind so paar Ergebnisse, die uns stark irritieren, und da hätten wir, glaube ich, den Versuchsaufbau gerne mal ein bisschen geändert, und vor allem würden wir gerne das Thema Minimalschuhe da mit reinbringen in diese Thematik. Also wer da irgendwie Kontakte hat oder selbst vielleicht als Unfallsachverständiger arbeitet und über entsprechende Gerätschaften verfügt, bitte, bitte meldet euch bei uns. Kontaktmöglichkeiten gibt es über unsere jeweilige Homepage in aller möglichen Form, ob Telefon, Internet, E-Mail, Kontaktformular und dergleichen mehr. Oder ihr schreibt uns einfach im Blog von Podigy eine kurze Nachricht mit einer Erreichbarkeit von euch. Dann melden wir uns bei euch. Das wäre natürlich super, wenn wir da noch den einen oder anderen Helfer finden würden. Jetzt hatte ich schon wieder einen langen Monolog, ne? Und du hast mich nicht gestoppt. Nee, du bist aber auch zwischendurch immer auf Standbild. Ich bin da auch so ein bisschen von irritiert, aber gut. Ja, wir haben euch jetzt einen netten Rückblick gegeben und einen netten Ausblick, was noch alles auf euch zukommt. Und wir freuen euch, uns jetzt gleich euch noch unsere Outtakes präsentieren zu können. Möchten jetzt aber nochmal ein dickes Danke sagen. Erstmal an unsere Hörer, die 2020 uns die ganze Zeit begleitet haben, aber natürlich auch an unseren Partner GoFree Concepts. An Christian, der uns hier unterstützt, nicht nur finanziell, sondern auch mit Content und mit Produkten, die er uns zur Verfügung stellt. Und freuen uns natürlich auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, die noch kommen werden. Ja, auch definitiv auch nicht nur an Christian danke, sondern eigentlich an alle auch ein Danke, die uns unterstützt haben da draußen. Vor allem auch an euch Hörer, dass ihr jedes Mal wieder einschaltet. Auch, dass ihr mittlerweile so schön mit uns in Kontakt tretet, auch uns auch sogar mal auf Fehler hinweist. Auch das hatten wir ja, dass wir einen kleinen Fehler eingebaut haben. Mit Absicht natürlich, um euch zu testen. Nein, sehr nett, dass da auch mittlerweile genug Fachpublikum bei uns am Ohr hängt und uns dann darauf hinweist. So konnten wir diesen Fehler dann auch beheben in der Körperkette-Folge. Das war schon echt toll, dass da mittlerweile so schöner Kontakt entstanden ist zu euch Hörern, und dafür auch ein Danke, weil ja, ihr macht's ja auch möglich, dass wir das hier weiterführen können, weil nur mit den entsprechenden Hörerzahlen macht es ja dann auch für den Christian Sinn, uns zu unterstützen irgendwo. Ein bisschen Geschäftsmann darf man ja nicht vergessen, dass er das noch ist. Und ja, trotz alledem, gerade deswegen ganz, ganz große Danke nochmal an ihn, dass er dieses Risiko eingegangen ist. Ja, wie gesagt, oder wie Yvonne gerade gesagt hat, wir haben für euch jetzt noch ein lustiges Potpourri an rausgeschnittenen Füllwörtern, an Hintergrundgeräuschen, an Fehlleistungen des Gehirns, Seitengaloppierungen, wo auf einmal das Gespräch in eine völlig falsche Richtung lief und wir dann erstmal wieder uns fangen mussten, dass wir wieder in die richtige Bahn kommen. Und ja, das alles kriegt ihr jetzt zu hören, und danach kriegt ihr mal nicht das lange Intro mit der Eigenwerbung, sondern kriegt direkt den Abschlusssong von der Carla, die sich übrigens auch sehr über die tolle Rückmeldung zu ihren Songs gefreut hat. Und wir haben auch sehr viel Rückmeldung bekommen, dass dieses Intro, das wir ja aus ihrem Song herausgeschnitten haben, viele Leute immer wieder erfreut, und von daher auch ein schönes Danke an die Carla, die hat sich über diese Rückmeldung auch sehr gefreut. Die habe ich ihr natürlich weitergeleitet. Ja, und damit wären wir für heute am Ende. Zumindest jetzt für unseren Gesprächspart. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns wieder am 15. Januar mit dem Thema Ballengang. Und wir verabschieden uns. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Aber Corona kann jetzt durch Pupsen übertragen werden. Wusstest du das? Was hast du denn Mist denn her? Von Postillon oder was? Nein, ohne Mist, das ist erwiesen. Ach du Scheiße. Deswegen wird jetzt die Unterhosenpflicht eingeführt. Nach dem Gesichtsschlüppi kommt jetzt auch noch der Schlüpp. Moment mal, was? Unterwäsche ist überbewertet. So. Oh Mann, Mann, Mann. Ey. Gut, dass wir Winter haben, da ist ohne Unterwäsche sowieso zu kalt. So.
Oh Gott. Eieieiei. Ach ja. Oh Gott. Wie schön. Wo war ich stehen geblieben? Bei kalten Gut. Füßen, ne? Goofy Ponzeps. Goofy Ponzeps. Ich habe schon wieder die ganze Zeit Barfußschuhe gesagt, ne? Sagst du doch nichts. Nee, ich sag nichts. Wir wollten ja eigentlich minimalistische Schuhe sagen. Böse, böse. Ja, es ist halt umgangssprachlich. Wir wollen ne? ja eigentlich Minimalschuhe sagen. Ja, es ist diese böse, böse Umgangssprache. Also gut, okay, also. Ganz genau. Richtig, ja, richtig. Ganz genau. Richtig genau. Richtig, ganz genau. Ja. 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 Ich bin jetzt gerade echt verwirrt, warte mal. Ich muss gerade nochmal nachdenken. Wie rum war es denn jetzt wirklich richtig? Fangen wir nochmal an. Also ja, es ist einfach wichtig, bei der Breite dann direkt den Fuß an die... Jetzt bin ich raus. Scheiße. Ja, ich bin halt eine Heiße, ne? Meine Füße halt auch. Jetzt wirst du aber wieder zweideutig, doch. Geht doch schon wieder los. Okay. Ei. Da schneid's natürlich Lassen wieder raus. Auf gar keinen Fall. Ach, geht doch schon wieder los. Na gut, okay. Ja, wollen wir denn mal verraten, was wir getestet heiße. Haben? Genau, ich wollte gerade sagen, Heiße, was hast du getestet, Heiße? Ja, ich hatte ganz heiße Schuhe getestet, und zwar die Xero-Shoes. Ich hoffe, ihr steht noch und atmet noch weiter in der achsengerechten Haltung. Wenn nicht, dann bitte noch einmal hinstellen. Wer bis jetzt geschafft hat, die Luft anzuhalten, ohne umzufallen, schreibt uns bitte. Wir melden euch beim Guinness Buch der Rekorde an. Genau. Nicht, dass wir auf so einen Mist jetzt hier unsere Hörer verlieren. Nein, um Gottes Willen. Andersrum wird es dann ein bisschen schwieriger. Ihr werdet nicht aufgrund eurer Kopfschmerzen eine Fehlstellung in den Füßen generieren. Da geht es dann, wenn eher um den neurologischen Kopfschmerz, wenn ich nämlich die Ballengang-Idee habe. Aber das war jetzt schon wieder gemein. Das war jetzt die typische Alex-Kettenreaktion. Genau, wer Schmerzen im Hirn hat, der kommt unten bei der falschen Fußstellung im Ballengang raus. Oh, böse. Zur Verfügung stehen oder gestalten oder lassen oder... Wie immer man es jetzt ausdrücken will. Ich komme gar nicht drauf, wie es am besten geht. Brain lag. Alles gut. Verdammt. Es ist ja auch schon spät. Mit vielen Themen. Ja, ja. Mit vielen Themen. Ne? Für euch, liebe Zuhörer, wir haben gerade 11:30. Und ja, es ist spät. Richtig. Ich bin schon lange auf. Da kann das schon mal passieren. Ich zu und werfe all meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei.
frei, schrei ich laut, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt, Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf den Zug und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf den Zug und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Kontrollfreak, find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.